Seit Weihnachten 2010 war Grit Jurak nicht mehr zu Hause. Die Freude auf dieses Wiedersehen und auf dieses Spiel waren riesengroß. Ein Blick zu den Fans. Hier kennen Sie alle, die 34-Jährige, die bei der BSV Schönau begonnen hat. Eine tolle Kulisse, 5100 Zuschauer. Viborg führt mit 2:1 und ist im Angriff. Und das ist das 3:1 durch Christina Vasaru, der Rumänin. Nationalspielerin seit 2005 in Viborg, aber tolles Zuspiel von Isabel Gulden, der erst 22-jährigen Spielmacherin bei Viborg. Viborg dominiert die Anfangsphase. Jurak auf Fisker, mit 21 Jahren die jüngste im Team, gespielt 8 Minuten. Viborg führt mit 5:2. Katja Schülke chancenlos, aber der HCL fängt sich. Fisser auf Lang. Saskia Lang, die zu Saisonbeginn aus Blomberg kam, lange in der Schweiz gespielt hat. Der 5. Treffer für Leipzig, das 5:7. Sie haben schon viele Europapokalspiele ihrer Mannschaft gesehen, aber das hier ist ein absoluter Leckerbissen. Anne Müller, Zuspiel von Fisser, 7:9. Noch läuft Leipzig einem Rückstand hinterher, aber der HCL hält dagegen in der Saisonvorbereitung. Hat ja Viborg noch 34:24 im Trainingslager auf der Insel Bornholm gewonnen. Der HCL kämpft sich heran, Zuspielfehler von der erfahrenen Skoff, Luise Lüxburg, und plötzlich liegt Leipzig vorn, 12:11 nach 22 gespielte Minuten. Man hat einen 3-Tore-Rückstand aufgeholt, ist jetzt viel präsenter. Luise Lüxburg, die im nächsten Jahr in Viborg spielen wird. Es bleibt ein Spiel auf Augenhöhe. Der HCL liegt wieder mit einem Tor hinten. Anne Müller mit dem Ausgleich zum 14:14. Sie in einer Topform, und das ist Martin Albertsen. War ja von 2004 bis 2006 Trainer des HC Leipzig, der erste Däne. Mittlerweile hat man ja schon den 4. Schlussphase der ersten Halbzeit. Johanna Alm bringt die Schwedinnen wieder in Führung. Pardon, die Däninnen. Das ist eine schwedische Nationalspielerin. Schwedens Handballspielerin des Jahres. 15:14 der Pausenstand. Hinein in Halbzeit 2. Jurak. Grit Jurak, ihr 5. Tor in diesem Spiel, die 19:16 Führung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Wie in Halbzeit 1 setzt sich Viborg wieder leicht ab. Aber der HCL kämpft sich ran. Hubinger ist auf dem Feld. Anne Hubinger, 18 Jahre alt, das 22:22, das große Talent mit gutem Auge und einem tollen Lächeln. Schön den Ball in die kurze Ecke gezogen. Skoff. Und dann ist Katja Schülke da, die diese 100-prozentige Chance von Pamela Larsen zunichte macht. Sie wird immer besser. Katja Schülke mit einer Weltklasseleistung hält ihre Mannschaft im Rennen. Wie lässt sich da Saskia Lang verlaschen? Aber wie glänzend reagiert hier Katja Schülke. Noch nie hat der HC Leipzig gegen Viborg hier zu Hause gewonnen. Das Rededuell der beiden dänischen Trainer. Vor 2 Jahren gab es hier ein 20:20. Jetzt Ballgewinn und die Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. Anne Müller, 28:27. Die Schlussphase des Spiels. Leipzig führt wieder. Die Kulisse ist da. Alles hofft und bangt und zittert. Wird es ein Sieg, der ja wichtig ist, auch für das Rückspiel. Letzte Minute läuft. Hubinger. Müller ist frei. Tolles Zuspiel. Anne Müller, ihr 8. Treffer. Noch 20 Sekunden. 30:29. Sie stehen auf den Rängen. Es gibt noch einen Freiwurf. Grit Jurak. An die Latte. Dann ist das Spiel aus. Das war eine echte Kampfansage. Leipzig gewinnt mit 30:29 gegen den dreifachen Champions League-Sieger aus Viborg. Leipzig hat gezeigt, dass man ins Finale will. Ronald Künke mit Stimmen zum Spiel. Hat sie die Spielstärke der Leipzigerin in irgendeiner Weise überrascht? Nee, also wenn man jedes Interview von mir liest, ich wusste das. Und ich habe auch gesagt, es wird richtig schwer, hier zu gewinnen. Und das haben wir nicht gezeigt oder nicht geschafft heute. Muss man sehen, was nächste Woche passiert. Wichtig war, dass wir hier einen Sieg geholt haben. Wir haben gezeigt, dass wir Viborg schlagen können. Auch wir haben noch Reserven. Wir haben kein super gutes Spiel hier abgeliefert, aber wir haben einen Sieg geholt. Und wir wollen auch in Viborg gewinnen. Wir wollen ins Finale, ganz klar.